Guten Morgen beim iMagazin. Guten Morgen, Markus Wiedermann. Du bist für Metz Connect verantwortlich für den Westen Österreichs. Richtig, für Oberösterreich. So, jetzt bist du da. Hast eine Kiste mitgebracht und der Inhalt dieser Kiste soll diese unwahrscheinlich hässlichen Dinge ersetzen, die jetzt in sehr, sehr vielen Räumen an unpassendsten Stellen hängen, nur damit wir Handy, Tablets und ähnliche Dinge WLAN nutzen können. Ja, um was geht's heute? Genau, hast du schon gesagt. Also es geht um eine neue Produktlinie von dem Hause Metz Connect. Es geht um die WDAT Line Produkte. Was ist WDAT Line? WDAT Line beinhaltet primär mal Unterputz Access Points, wie du schon angesprochen hast. Mhm. Also sprich Access Points und PoE-Switche, also Power-Ethernet-Switche, ja, die dann diese Access Points mit Strom versorgen sollen. Was bringt es dem Kunden, wenn er das in die Steckdose verbaut? Der größte Benefit ist einfach das, ich habe ein flächendeckendes WLAN zu Hause. Ja. Gerade in Zeiten jetzt von Homeoffice ist es natürlich absolut wichtig. Die Frage stellt sich einfach, wo will ich denn kein WLAN haben? Also jeder will überall WLAN haben. Egal, ob es jetzt im Schlafzimmer ist, ob es im WC ist, im Bad. Ich will überall WLAN haben. Ja. Ja. Und das zweite Punkt, und das ist auch ein großer Vorteil, ist, die Sachen sind unsichtbar, weil sie eben im Schalterprogramm integriert sind. Also egal, ob jetzt Buschjäger, Berggagierer, also alle gängigen Designs, die bei uns in Österreich so auf dem Markt sind, kann ich ganz bequem die Zentralscheibe da einfach montieren und ich sehe das einfach immer. Gut, jetzt reden wir von Homeoffice. Jetzt gab es ja im letzten Jahr eine wirkliche Verkaufswelle. Das sind ja zum Teil so große Dinge, die dann wirklich montiert werden, die man das Design von einem Raum wirklich zusammenhauen. Genau. Das verschwindet in der Steckdose. Das verschwindet in der Dose, genau. Wie schaut es mit der Leistungsfähigkeit im Vergleich zu diesen Riesengeräten aus? Also natürlich, wenn man sich jetzt solche Aufputz-Access-Points nimmt, ja, deren Einsatzbereiche sind wirklich von einem Homeoffice, von einem Einfamilienhaus, ja, bis auch große Büros oder Hotels oder wirklich mal ein Großraumbüro. Das heißt, die Leistungsfähigkeit ist natürlich da im Gegensatz zu einem Unterputz-Access-Point unter Umständen schon viel größer. Mhm. Ja, deswegen ist es wichtig zu betonen, diese Unterputz-Access-Points, die wir da jetzt herausgebracht haben, sind eben für Einfamilienbereich, Wohnungen super, mal für ein kleines Büro, eine Pension, ein kleines Hotel. Mhm. Ja, für das ist es da. Alles, was ein großes Büro ist mit 200, 300 Quadratmeter, für das ist es nicht das richtige Produkt. Da macht es aber auch nichts aus, wenn ihr einen großen Aufputz-Access-Point in einer Zwischendecke montiert, dann sehe ich nicht. Ja. Gut, Markus, was ist die technische Voraussetzung, dass ich sowas einbauen kann? Was brauche ich? Wichtig ist es, ich brauche ein Netzwerkkabel. Das heißt, ich brauche eine strukturierte Verkabelung in meinem Gebäude mit einem Netzwerkkabel. Dieses Netzwerkkabel wird dann über diese Switche, über die PoE-Switche mit Strom versorgt. Und das war's. Ja. Bräuchte vielleicht nur ein bisschen tiefere Dose, weil natürlich diese Elektronik ein bisschen am Platz braucht. Ja, da sieht man zum Beispiel schon, also die Elektronikdose war ganz praktisch mit unseren gewinkelten Modulen, die wir dann eben in der Dose dann diesen Radius machen. Aber an sich von der Voraussetzung her, von der technischen, brauche ich wirklich eine Netzwerkleitung. Gut. Was ist jetzt der Unterschied? Warum brauche ich eine Netzwerkleitung neben dieser Anwendung? Warum macht das einen Sinn? Auch im Privatbereich. Natürlich, wenn ich ein Haus installiere, muss ich ja schon auf dem Gesetz wegen breitbandfähig oder zumindest die Voraussetzung für den Internetanschluss machen. Ja? Mhm. Das heißt, heutzutage kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, dass man sich ein Neubauer Haus baut oder eine Wohnung, wo kein Internetanschluss da ist. Mhm. Ich brauche immer irgendwo was. Und durch dieses Netzwerkkabel habe ich eben auch diese Voraussetzung erstens einmal vom WLAN. Ja. Und zusätzlich, wie man das sieht, auf der Dose eben einen EAD45-Board, sprich ein Netzwerkanschluss, ein Gigabit-Board sogar. Mhm. Wirklich, ich kriege da wirklich ein Gigabit über diese Buchse drüber. Und somit kann ich über die Buchse mein IPTV, also mein Fernseher ansteuern oder vielleicht auch mein PlayStation. Okay. Ja, oder richtig auch, wo wirklich mal ein gescheiter Dampf drüber läuft. Ja. Okay. Mich faszinieren solche Dinge. Mhm. Was ist das? Das ist unser kleiner PoE-Switch. Ja. Was ist das Tolle? Prinzipiell einmal super Preis-Leistung, aber
ich kann mir auswählen, ob ich da mit Kupfer oder mit Glas reinfahre. Mhm. Ja. Wie viele wissen, es ist in Österreich sehr unterschiedlich von den Internetanbindungen. Ja. Es gibt Regionen, da gibt es halt nur Kupfer. Mhm. Es gibt Regionen, da wird in einem Wohnhaus nur was vorgesehen, aber gar nichts gemacht. Ja. Aber es gibt Regionen, wo total viel Glasausbau ist. Und mit diesem Switch kann ich mir es eben aussuchen, ob ich mit LWL, also mit Glasfasertechnik reinfahre, oder auch mit Kupfer. Und dann dementsprechend dann über diese Ausgänge in meine Verkabelung dann auszufahren. Ab wann lieferbar? Absolut, Entschuldigung, ab sofort lieferbar, ja. Überall lagernd. Ja. Okay. Also kein Problem, ist das Lagerware. Heißt, geht über Großhandel, richtig. Elektriker braucht nur zu seinem Großhändler gehen und sagen, genau. Hätte ich gern. Genau. Was hat der Elektriker davon? Der Elektriker hat Folgendes davon, er hat einfach die Möglichkeiten, mehr aktiver solche Komponenten dem Endkunden anbieten zu können. Mhm. Ja. Also nicht nur einfach eine Verkabelung zu machen, sondern wirklich auch einen Schritt mehr in diese aktive Welt zu gehen. In die, nennen wir es, intelligente Welt? Genau, weil das ist ja, also ein Kabel oder eine Buchse von einem Netzwerk ist ja was Passives, ja. Da redet es ja nichts dazu. Und mit diesen Komponenten hat er eben diese Möglichkeit, in diese aktive Welt zu gehen. Und das Tolle ist eben das, durch diese einfache Installationsoberfläche, die es da eben gibt in einer App, braucht man auch nicht viel Know-how dafür. Du hast gesagt App, was ist die App, was kann die App? Also die App ist kostenlos zum Runterladen, gibt es für Android oder für iOS. Ja. Die lädt man sich runter, man verbindet sich mittels WLAN mit der Dose zuerst. Dadurch ist man dann schon ab in dem ganzen Netzwerk verbunden, in dem ganzen Haus. Ja. Startet diese App, dann scannt die App das komplette Gebäude und sucht diese Access Points. Deshalb werden wir dann alle Access Points dann aufgelistet. Und wenn ich dann in so einen Access Point einige, dann sehe ich, dass ich nicht viel sehe. Warum? Weil es wirklich einfachst gehalten ist. Ich kann einen Timer setzen, ich kann sagen, die Kinder dürfen nur zwischen 2 und 4 Uhr Nachmittag mit dem Tablet spielen und dann ist gar. Super. Dann kann ich natürlich den Access Point manuell aus- und einschalten. Ich kann die Sendeleistung verändern. Das heißt, ich kann wirklich sagen, mein Schlafzimmer möchte ich entweder komplett ausschalten oder wirklich mal ganz aufs Minimum obertragen. Ja. Dann könnte ich noch einen Kanal verstellen. Das ist dann wichtig, wenn ich in einem Mehrparteienhaus wohne, wo alle am gleichen Provider haben. Dann eventuell, aber sonst lasse ich das auf Automatik. Ja, und das Letzte, was ich nur zum Einstellen habe, ist einfach nur der Netzwerkname. Ja, damit einfach das Netzwerk von diesen Access Points meinem Router, den ich halt von 1 Magenta für immer habe, den Namen angleich. Und mehr ist es einfach nicht. Und das ist wirklich watschen einfach und das kann auch der Endkunde machen. Und falls irgendwas schief laufen sollte, es ist bei jeder Dose eine Reset-Taste drauf, da drücke ich 10 Sekunden drauf und dann ist die Dosen wieder im Ausgangszustand. Und ich starte von neuem wieder. Und ich starte einmal von neuem wieder. Das ist wirklich so einfach, dass man das sogar über das Telefon, falls der Kunde nicht zusammenkommt, über das Telefon helfen kann. Dann sind wir fertig. Gut. Ich sage danke fürs Zuschauen. Vielen Dank. Bitte abonnieren. Dir sage ich danke fürs Kommen. Danke, alles Gute und geiles Produkt. Super.